Hallihallo und willkommen zurück bei Tom Galanzis Ghost Recon Wildlands mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit in Position gebracht. Da oben ist ein Minigun. Ich Minigun am Auto. Und wir starten jetzt die Mission, ne? Oder du? Jawohl, genau. Ich laufe schnell zum Arzt. Das müsste sowieso für uns beide gelten. Mhm. So, Gespräch. Ich höre, dass eine Messalius Männer unterwegs sind. Wie sieht's hier aus? Wir haben möglichst viele Ärzte und Patienten weggeschickt. Dazu ein paar Trucks mit Medikamenten und Impfstoffen. Wenn wir die Klinik verlieren, retten wir wenigstens etwas für die Kranken und Verwundeten. Ja, pues. Meine Tochter ist in der Klinik geboren. Und da bin ich, Carajo. Und verteidige sie gegen das Kartell, das daraus eine verfluchte Kokainfabrik machen will. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Nur der Tod, Kumpa. Darum sind wir hier. El Emissarios Männer können jeden Moment hier aufkreuzen. Wir müssen uns eingraben, bevor es losgeht. Verstanden. Und da kommen sie schon. Kommen schon. Bin am Weg zu dir. Okay. Kommen sie? Ja. Kommt schon, bitte. Ich hab vorher in Feuerkraft gesehen. So. Wo hast du es? Nee, oder? Ich bin auch gerade erstaunt. Ich bin im Solospiel. Also da waren Autoleichenberge. Meint der von Autos und von Santa Blancas, jetzt tut sich gar nichts gerade. Ist ganz merkwürdig. Mach du das Kokain oder was da ist, unschädlich? Ich passe weiter. Ja. Weil ich kann es irgendwie nicht. Da kommt er wieder. Nächster kommt. In Position. Kommt sie noch? Das ist der Doktor, der da herumläuft. Einer wird angegriffen. Es braucht nämlich immer Zeit lang, bis es anwirft. Mhm. Achtung, Hubschrauber. Der ist nicht im Radius. Ich hab ihn. Ja, komm runter. Da ist er. Oh, okay. Hubschrauber, Papa. So. Okay. Gerade wieder ruhig? Das war's. Das war trotzdem sehr wenig. Die Unidad kommt. Sieht so aus, als hätten sie die Kacke in Okoro zum Dampfen gebracht. Antonio weiß von unseren Angriffen und will Blut sehen. Die fährt unten auf der Straße vorbei. El Giorgio versucht seinen Enkel zu decken, hat aber einen schweren Stand. Antonio verlangt eine Erklärung von El Emissario. Und El Giorgio versucht eine Lösung zu finden, die seinen Enkel am Leben hält. Was heißt das für uns? El Giorgio hat fast den ganzen Tag mit El Emissario telefoniert und wir konnten ihn anpeilen. Das ist unsere Chance. El Emissario steht im Regen und wenn wir ihn jetzt schnappen, erzählt er uns alles, was er weiß. Geben Sie uns den Standort, wir regeln das. Okay. Gut. Gut. Einsatz erledigt und jetzt, glaube ich, hat sich die Villa freigeschalten. Jetzt müsste unser nächster Einsatzort, der genau ist, jetzt in dieser großen Villa da oben. Okay. So, wie kommen wir da hin? Ich sehe da in der Nähe von unserem Hubschrauber. Also in der Nähe. Ich sehe keinen Hubschrauber. Warte mal. Nordöstlich von uns. Auf der Karte. Ah ja. Laufen? Nee. Fahren. Besser. Oder? Mit dem Pickup oder was? Wenn du ihn frei bekommst, gern. Ja, dann lässt sich schon lenken. Er ist halt in meinem allzu guten Zustand. Aber das macht ja nichts. Für die Fahrt los wieder reißen. Hallo, raus! Ja, das wäre auch einer gewesen, schon. Na, ob da hängt noch da drin. Dann, ehrlich gesagt, lieber den. Den wir schon haben. Okay. Ja, aber trotzdem wenig.
Ja. Also in meinem Solo-Ging hat es dann mehr getan. Dafür habe ich keinen Helikopter dabei gehabt. Mhm. Aber bei mir war heute auch leider der blöde Zufall, dass die Unidad vorbeigekommen ist. Die hat sich dann eingemischt und bei der Unidad-Patrolle kommt da dann immer noch eine, also das ist endlich. Ja, die ist aber weitergefahren. Ja. Die Unidad. Glückwunsch zur Verteidigung der Klinik gegen Elementarius Männer. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass wir es ohne euch nicht geschafft hätten. Jetzt kommt der zweite. Wir setzen es auf die Rechnung. Ich habe noch eine Bitte. Bevor Elementarius Männer die Klinik angriffen, wollte einer meiner Männer einen Truck mit Impfstoffen in Sicherheit bringen. Leider wurde er an einem Unidad-Kontrollpunkt angehalten und der Truck konfisziert. Der Impfstoff ist lebenswichtig, Gringo. Der Truck ist jetzt in einer Unidad-Basis. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber offen gesagt, kommt sonst niemand dafür in Frage. Verstanden. Wir werden sehen, was geht. Was willst du als erstes machen? Was ist denn in der Nähe? Verfickte Scheiße! Hubschrauber. Es ist beides da drüben. Das eine ist dieser Unidad-Stützpunkt, den wir vorher einmal gesehen haben. Ist der recht groß? Der wäre näher. Okay, dann gehen wir vorher zu dem. Ja. Ja, der ist schon, der hat schon Größe. Und das ist halt Unidad, ne? Also da musst du wirklich ohne Alarm, weil sonst kommt ständig Patrouille. Unidad, wo ist der? Armee. Da sind wir vorher vorbeigeflogen. Ah, ja. Da ist auf so einem Hügel, war der oben. Okay. Ja, war schon. Sowieso da runter und direkt auffallen. Aber weißt du, wofür wir dieses nette Teil da noch verwenden? Naja, den Unidad-Stützpunkt, den müssen wir snappen. Okay. Geh weg. Nur erzähl was. Ja, was soll ich denn erzählen? Keine Ahnung. Ich kann schon anderen Games erzählen. Ja, genau. Was hat die Tipo aufgenommen? Craft the World. Ich glaube, veröffentlicht ist ja nichts. Ne? Nein, erst kommendes Wochenende. Wie viele Folgen kommen jetzt einmal? Ich habe jetzt schon 22 Folgen in der Pipeline. Cool. Da das so schön zu spielen ist, habe ich mir gedacht, dass ich da jeden Tag ein Stückchen rausschmeißen werde. Und ja, es geht um kleine Zweige, das Ganze ist sehr cool, man baut sich eine Welt, Festung, Tunneln, man erforscht es, hat jede Menge Monster und man verteidigt die Burg. Ist wirklich süß, sage ich mal. Aufbau-Game praktisch. Ja, ein Aufbau-Game. Du fängst wirklich mit Null an, musst Ressourcen farmen, die du genauso wieder verarbeitest. Du musst die Zwerge, musst ihnen eine Behausung geben, musst sie verköstigen. Also sie meckern auch ganz schön. Mhm. Also Zwerge eben. Wenn man es vergleichen mit irgendwelchen anderen Games größer, was wäre so der Vergleich? Nicht in dem Style. Ich habe zumindest nichts gespielt in der Richtung. Alles klar. So, gut. Jetzt habe ich mich wenigstens nicht so konzentriert auf deinen Fahrstil. Der ich finde es cool, ich tobe mich gerade total aus ja. In dem ruhigen Gespräch. Ja, innerlich. Ja. Und ich wackle im Sessel hin und her. Ja. Jetzt hört es dann gleich im Hintergrund die Libra. So ungefähr.
Okay, unser Auto raucht ein wenig. Ja, mein Gott. Es raucht ja nur. Solange keine Flammen rauskommen, ist alles noch okay. Wir brauchen es ja nicht mehr. Also beim Unitat-Stützpunkt gibt es auf keinen Fall lautes Vorgehen. Weil die kriegen so viel Unterstützung, also unmöglich, dass du dann irgendwie die Mission schaffst. Aber um ganz kurz abzuschließen, ich empfehle ab Freitag bei Craftworld einfach reinzuschauen. Das ist einfach schnuckelig. Na, das werden wir machen. Meckernde kleine Zwerge. So. Wie weit noch? Ah, darauf. Wir sind gleich da. Oh Gott. Suizidgefährdet. Ich weiß auch nicht, du hast die ganzen Einwohner da auf der Straße, wo die hingehen. Da ist ja nichts. Ins Gebirge. Genau. Schafe zählen, ob noch alle da sind. Alpakas abtreiben. Also von der Alm. Okay. Nicht von der Züchtung abtreiben. Jetzt musst du sagst, allen weißt, was mir gerade einfällt. Von Snowden, wir haben sie in dem Film Snowden gesehen. Jawohl. Wo überall Überwachung ist. Und dann siehst du Österreich. Ich verstehe nicht Österreich. Und du siehst eine Kuh auf der Alm. Das Bild der Amerikaner über Österreich. Herrlich. Ja, also das war, der Film ist eigentlich sehr ernst. Stopp. Ja. Aber das war der Zeitpunkt, wo wir schallend gelacht haben. Ja, stimmt. So, wir sind angekommen. Das rauchende Auto werden wir da runterstoßen, die Klippe. Nein. Das ist er, der Stützpunkt. Er ist wirklich schwer einzunehmen. Also ich habe 3 Anläufe, glaube ich, gebraucht im Solo-Game. Okay. Da haben wir jetzt die ganze Folge verplappert oder wie schaut's aus? Na, die Hälfte. Die Hälfte, okay. Ich bin hinter dir. Wo glaubst du, ist eine geeignete Position? Da rechts oder links, besser gesagt? Also, rechts. Du hast da nicht viele Möglichkeiten, weil das alles in den Felsen da reingebaut ist. Alter, beziehungsweise Alter. Drauf. Du kommst nur durch den Eingang rein. Du kannst dich dann nur Stück für Stück vorarbeiten. Das Einzige, was wir machen, wir nehmen den Scharfschützen, der da oben herum kreucht. Und den haben wir aus ja. irgendeinem Grund markiert man momentan gar nichts. Ich habe ihn markiert. Ja, ich sehe aber trotzdem keine Markierungen. Echt jetzt? Ja. Ich kann momentan nicht sagen, woran es liegt. Ich finde nur faszinierend, dass die Rebellen kein rauchendes Auto auftritt. Holen Sie ihn für Qataris Leute zurück. Da sind die Medikamente in den richtigen Händen. Was hat das da jetzt wieder? Wenn du ihn in Sichtbereich hast, sag Bescheid. Ich habe ihn. Ja, dann geht schon Ziel an. Okay, passt. Es na, passt. Eins. -1. -1. Nein, schon. Ja. Mir zeigt es ehrlich gesagt auch überhaupt keine Gegnerspuren an. Also interessant, also mir hinter dem Turm jede Menge. Also ein lila Feuerwerk. Ja, genau. Also da müsstest du jetzt ein bisschen Bescheid geben. Ich arbeite mir da gerade zum Eingang vor. Okay, ich bin knapp hinter dir. Ich weiß nur, dass da auf der Straße immer einer entlang gegangen ist. Ja, da kommt er schon. Da ist einer mit Maschinen. Den hast du mal markiert, oder? Auch nicht? Nein. Und da drinnen steht auch einer. Welchen willst du? Ich lege mich mal hin. Ich habe den auf der Straße eher wen. Warte mal. Gut, dann nehme ich den drinnen. Ich nehme auf den auf der Straße. Ja. So, und ich glaube, ich habe mir das selbst ausgeschalten, wie ich da herumgetan habe. Warte mal. Immer diese Spielereien. Das war's nicht. Das war's auch nicht. So. Wie kann man den Lautsprecher exekutieren? Auch das Spiel aber wesentlich interessanter, wenn man die Gegner nicht so. So, ich hab. Okay, du bist. Da oben im Turm ist einer. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Hast du schon gefunden?
Nein. Okay. Ah, da geht einer. So, ich nehme ihn. Hab ihn. Runden gehen zwei. Mhm. Der eine verschwindet schon. Ja, der ist weg. Den an der Mauer hinten erwisch ich. Ist okay. Ein Drecksack weniger. Okay. So, aufpassen, irgendwo da oben im Felsen klettert da einer herum. Der kommt immer wieder an die Felskante und schaut da runter. Moment, das ist ja ruhig. Okay. Genau, das war das. Beobachte mal. So, da vorne bei mir ist dann ein kleiner Eingang in die Basis. Okay, ich komme zu dir. Mhm. Das war's auch nicht. Ich achte nur immer auf die Felskante. Ich schau da mal kurz. Wie du gemeint hast. Mit Tastatur und Mauseinstellungen. So. Die Erkennungswolke, oder war das? Ja, ich denke. Feinde und Rebellen, genau, da haben wir irgendwas abgedreht. Anscheinend. Ah, den habe ich jetzt versäumt. Shit. Anwenden. Zurück, zurück, zurück. Okay. Jawohl, und jetzt zeigt es mir wieder an. Na schau. So, ich steige mal aufs Fernglas um. Na, doch nicht. Sonst. Da oben ist er. Ich sehe ihn. Das ist er. Ah ja. Den müssen wir aufpassen, der bewegt sich da immer wieder an der Felskante entlang. So, so, da ist auch einer. Innerhalb? Ja, ich bin eh vor dir. Der, was jetzt in unsere Richtung kommt, der geht da bis nach vor, wenn er da vorne ist, wir nehmen ihn weg. Ich aus meinem Sichtfeld und da Auto. Ich sehe ihn und der ist schon erledigt. Okay. Da vorne. Ist ja überall nur wer drin. Naja. Ah, schon fuck heißt, entschuldige. Da kommt wieder einer. Wo? Habe ich ihn markiert? Ich sehe ihn nicht. Ah ja. Der verschwindet auch da hinten. Da in der. Was ist das eigentlich? Maria, da muss auch mehr da drin sein. Da kommt einer raus, glaub ich. Habe ich markiert, so. Super, jetzt haben wir ja unten einmal alle. Sehr gut. Nur, bis sie einer von denen absetzt. Und der beim Zaun unten. Mhm. Ja. Würde gerade schön gehen. Ja. Sag an. Okay. Minus 1. Da kommt wieder einer retour. Ja. Komm, jetzt steht er.
Okay. Hast du die Fliegen gesehen? Nein, ich sehe gar nichts. Oh Gott. Am anderen vorbei, oder wie? Das ist sensationell. Ja. So, ich bin da hinterm Auto. Ich glaube, es kommt gerade einer die Straße runter. Das Auto hat ein Geschütz. Okay. Ja, genau. Da kommen jetzt gerade welche runter. Ich nehme ihn, sobald ich ihn habe. Das sind mehrere. Okay. Eins. Die anderen dürften stehen geblieben sein. Jetzt kommen sie noch. Komm raus mit dem Köpfchen, komm schon. Nein, ich sehe ihn nicht. Geht zum anderen. Oder? Sie durchs Fenster. So, ich stelle mich dann mal nach hinten, weil wir haben die Folge auch schon erreicht. Okay, ich gehe in Sicherheit hinter das Auto. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, schaut wieder rein und gleich geht's weiter oder für euch am nächsten Tag mit Tom Clancy. Ciao! Tschüss!